Hallo, schönen guten Tag, liebe Freunde der Schrift. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Man kann jetzt auch noch die Kerzen des Adventskranzes anzünden und den Tannenbaum anleuchten. Und das ist doch was Schönes. Es kommt noch etwas die Sonne durch die Wolken und es ist nicht mehr ganz so trüb heute. Ja, es geht im Johannesevangelium um die Finsternis und das Licht. Wir sollen also unseren Nächsten lieben, unseren Bruder lieben und nicht hassen. Das ist manchmal keine leichte Aufgabe, auch für mich nicht. Manchmal ist es gar nicht mehr möglich, Kontakt aufzunehmen mit unserem Nächsten, weil sich ein Streit entwickelt hat, der nicht zu schlichten ist im Moment. Dann kann ich aber auch hingehen und sagen und zu Gott beten und sagen, bitte, guter Gott, nimm dich dieser Person an und ich möchte dieser Person verzeihen und vergeben und das auch nach oben abgeben, denn Gott hat den besseren Überblick auf die ganze Situation. Wir sollen nicht in der Finsternis bleiben und Gott ist voller Liebe, wir sind Kinder des Lichts und ja, wir können versuchen, diesen Weg zu gehen, Gott annehmen, Jesus annehmen und ja, das wünsche ich euch, dass euch das vielleicht auch gelingen mag und wir können es versuchen und Gott bitten, dass er uns hilft zu vergeben. Ich wünsche euch noch einen schönen Jahresübergang und bleibt weiter tapfer und stark und bis bald. Tschüss!